Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir nur als Kyrianer erspielen können und dementsprechend bin ich mit meinem Kyrianer-Char hier schon einmal in der Elysischen Festung. Es handelt sich heute um das Mount Feelings der Demut und dieses Mount können wir durch zwei verschiedene Methoden bekommen. Die erste Methode ist, dass wir es einfach von einem Händler kaufen können, wenn wir dann ein paar Ressourcen aufbringen und die andere Methode ist aus einer Kiste. Und wie wir das freischalten können, will ich euch mal zeigen. Wir schauen uns erstmal die Händlermethode an. Hinter mir befindet sich der Adjutant Kalos und das ist der Rüstmeisterin hier, oder der Rüstmeister bei den Kyrianern. Und bei dem können wir einfach das Ding schön kaufen, hier für 5000 Reservoir-Anima und 100 dankbare Gaben. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die dankbaren Gaben zusammenbekommt, dann habe ich da auch schon ein Video gemacht, wie ihr mit allen Covenants die am effizientesten farmen könnt. Um es ein bisschen kurz zu machen, baut einen Anima-Conductor und absolviert die Aktivitäten, die der Anima-Conductor euch bietet. Da kriegt ihr nämlich bei Rares, World Quests, Dailies und auch Kisten immer diese dankbaren Gaben, beziehungsweise könnt dann auch noch Anima nebenbei farmen, um dann euch das Mount kaufen zu können. Jetzt ist es aber so, dass wir noch eine zweite Möglichkeit haben und da habe ich mir gefarmt, wir können nämlich dieses Mount auch aus einer Kiste rauskriegen und uns quasi diese kompletten Ressourcen sparen. Und wie wir das machen, ist, dass wir einmal auch hier den Anima-Conductor oder im Deutschen den Anima-Leiter bauen. Ihr braucht ihn in dem Fall auf Stufe 1, ja, hier bei den Kyrianern. Und dann könnt ihr eure Energie mittels dieses Anima-Leiters kanalisieren, dass sie es nur rausbringen. Und zwar müssen wir hier unten Spitze der Reinheit das hinkanalisieren und dann können wir hier eine Kiste freischalten. Und in dieser Kiste kann dann dementsprechend das Mount drin sein. Auf WoW Heads sagt es im Moment eine Chance von 1,6%. Wahrscheinlich ist die Chance irgendwo zwischen 1 und 2%. Ne? Also gar nicht mal so gering. Ihr könnt die Kiste einmal am Tag aufmachen. Aber immer nur dann, wenn ihr das Anima hingeleitet habt. Wenn ihr 10-mal Anima geleitet habt im Anima-Conductor, könnt ihr es ja permanent hinleiten. Ich habe jetzt hier auch noch das Reisenetzwerk ausgebaut. Das ist eine relativ gute Synergie, weil ihr euch genau vor die Kiste porten könnt. So, ihr könnt aber die Kiste jetzt nicht einfach so aufmachen, sondern ihr müsst quasi, wenn ihr euch hingeportet habt, also wir sind jetzt hier unten bei den Koordinaten 59, 76, einfach hier ein kleines Event starten. Ihr seht, hier ist die Kiste, ich kann nicht drüber fahren bzw. es aufmachen. Ich muss jetzt erstmal eine Glocke klicken und diese Glocke, die seht ihr dann auf der Map immer angezeigt, wenn ihr hier das Anima hingeleitet habt, Bürde der Bußfertigkeit und diese müssen wir einfach anklicken. Die ist in dem Gebäude hier mal irgendwo anders, ne? Also die sieht man auch auf der Map. So, sobald wir das gemacht haben, ist es einfach so, dass hier so, ja, so ein blaues Zeug ist und wenn ich jetzt da gleich reinlaufe, seht ihr, werde ich wieder rausgeportet. Ich muss jetzt quasi zur Kiste kommen, ohne dass ich Movement technisch hier verkacke. Also ich muss dem ganzen Zeug hier ausweichen, dann auch noch dem Zeug, das ist jetzt nicht ultimativ schwer, ne? Ihr seht, das ist jetzt kein Hexenwerk, da rumzulaufen. Dann lootet ihr rein und wenn ihr Glück habt, könnt ihr da euer Mount rausziehen. Ich habe es jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich knappe 3 Monate habe ich jetzt jeden Tag diese Kiste aufgemacht, um dementsprechend hier irgendwann das Mount rauszuziehen. Habe es dann auch bekommen, also ich weiß nicht, ich werde irgendwas zwischen, wahrscheinlich jetzt schon knappe 90, 100 Tries oder so auf das Ding gehabt haben. Bei 1-2% Dropchance hatte ich jetzt nicht sonderlich Glück, aber habe es dadurch bekommen. Ich finde aber solche Mounts, muss ich ehrlich sagen, relativ schön, wo man einerseits eine Glückschance hat und wenn man es dann gar nicht bekommt, kann man es einfach beim Händler kaufen. Mittlerweile sind ja die 5000 Reservoir-Anima mit diesem ganzen quasi Boosts über die Achievements eigentlich relativ einfach auch zu erreichen. Dankbaren Gaben sind nochmal eine andere Geschichte, aber wenn man Glück hat, so wie ich, dann kann man sich es natürlich aus der Kiste rausholen. So, das sind die beiden Quellen. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das Mount natürlich auch mal an. Hier lernen wir das einmal. Und zwar gehen wir dann auf Reittiere und geben hier Falüns ein. Und wir hatten jetzt hier der Demut hatten wir. Jetzt hätte ich euch fast den falschen gezeigt. Und zwar hier den roten. Das ist der Schicke hier.
schicke Mount. Mittlerweile habe ich schon einige von diesen Phalanxen. Ein paar fehlen mir noch. Die zwei, wo man quasi diese Koreaner-Arena spielen muss. Das werde ich jetzt demnächst auch noch angehen. Und ja, das war es eigentlich, was ich euch so im Video zeigen wollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es ihr gemacht habt. Kauft ihr euch einfach beim Händler oder sagt ihr nein, ich spare mir die Ressourcen, so wie ich das auch gemacht habe. Und hol mir den über die Kiste. Mein Plan war tatsächlich, wenn ich ihn, bis ich alles andere gekauft habe, nicht krieg, dass ich mir ihn als letztes kaufe. Jetzt habe ich ihn Gott sei Dank aus der Kiste rausbekommen und habe mir quasi ein bisschen was an Ressourcen sparen können dadurch. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.